Einfach in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingswaterway und ihr werdet dann herausgesucht. You got some rice and chicken? Yeah. And good, some veggies. Good old chicken. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ihr begleitet uns diesmal auf einen mehrtägigen Roadtrip. Unsere erste Station ist Ilmenau in Thüringen, denn dort hat mich ein Fitnessstudio für ein Seminar gebucht. So, wir sind angekommen. Wir werden uns erstmal ein bisschen stärken. Käffchen, Hühnchen. Und dann geht's gleich schon los. Ein paar Leute haben sich schon eingefunden, ne? Mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Erstens. Ja, wir sind hier eine Gang, eine Crew, wir machen alle das Gleiche. Also fühlen wir uns dementsprechend wohl. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder irgendwas nicht verstanden habt, dann ist es völlig in Ordnung. Fragt lieber, damit ihr drittens nämlich aus dem Lehrgang rausgeht und sagt, okay, ich habe da einiges für mich mitgenommen. Mal Hand hoch, wer würde sich denn für Keyboard interessieren? Das ist eindeutig. Im Grundlegend würde ich ganz gerne auf Körperhaltung und die Wirbelsäule eingehen. Das heißt, wie bewege ich mich denn überhaupt nicht? Gehe ich mich nicht? Was bringen mir die Muskeln, wenn ich stocksteif bin? Das ist es. Danke schön. Train's coming, best hop on it, Or the future fly past the present, no stop on it, Can't value my gift, it's priceless, no cop on it, Though I'm a target, but your girl be locked on it. Red dot like a bindi, bullseye hit she, no abuse, nah, she liked it. Blue me, cut his brother gone blow. Read my mind, she saw my third eye, can say her head game was borderline psychic. I can never say that she don't know, get it? So Sportsfreunde, es war gar nicht so leicht was zu finden hier beim Griechen. Also jetzt erstmal lecker Salätchen, wir müssen ein bisschen improvisieren. Das ist hier immer ein bisschen fettig. Aber wir machen das Beste draus. Es ist nämlich schon 9:30 Uhr. Nee, aber wenn wir jetzt so, bitte sag nicht, ist schon Viertel nach 10. Wenn wir jetzt noch den Wanst vollhauen, dann können wir, ist es mit, egal, mit der Schlafqualität. Ich habe noch nicht probiert, ich bin ja noch mit Quatschen beschäftigt. Ach so. Aber mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Mm. Na doch, 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 doch gut. Mhm. So, jetzt gibt's die Hauptspeise. Achtung. Tada! Rinderfilet mit Blumenkohl. Und jetzt zeige ich euch mal was. Und ich bin mir sicher, meine Frau wird es nicht alleine schaffen. Wie heißt es? Moussaka. Sieht nach viel Käse und viel Fleisch aus. Und ich hätte gerne mehr Nudeln. Du wirst es nicht alleine schaffen, richtig? Nein. Also wenn ich so das andere Zeug sehe, was hier noch so rumschwirrt, schau mal hier, dann bereue ich fast mein Rindersteak. Das sieht total lecker aus. Hallo. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wir machen eine kleine Erkundungstour mit der Emma. Packen ein bisschen frische Luft. So, wir schlafen, ja, ich kann ruhig für uns sprechen, ne? Wir schlafen nachts in Hotels nicht so gut. Deswegen machen wir jetzt so einen kleinen Regenerationsspaziergang. Die Betten sind immer zu schmal. Ja, das merkst du auf jeden Fall, wenn du dich umdrehst. Wir haben beide so unser Timing. Wir wissen genau, wie wir uns drehen können. Zwischendurch hatte ich dein Gesicht. Ich nicht drehen können, weil das ganze Bett zwischendurch habe ich jetzt zur Seite gegriffen und habe ich dein Gesicht in meiner Hand gehabt. Das wäre normalerweise wäre das da nicht gewesen. So, Sportfreunde, jetzt gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Kohlenhydratarm, aber dafür fett- und eiweißreich. Könnt ihr sehen hier? Rührei mit bisschen Schinken, ein Vollei, Tomate, Mozzarella, das war's. Dann können wir wieder voller Energie auf in die nächste Etappe. Leute, hier ist was los. Das tut weh. Nimm doch mal. Glaubt man nicht, dass das Auto einfach eingeräumt wird. Da wird vorher ein genauer Plan gemacht, was wohin gehört. Ich wäre schon vor 10 Minuten fertig gewesen. Hauptsache, du hast Spaß, Junge, ehrlich. Kannst du uns diese Struktur mal erklären jetzt? Das ist übrigens mein Dinkelkissen. Ja, das brauche ich immer zum Schlafen. Ey, wir stehen hier schon die ganze Zeit mit den Taschen, warten darauf, das Zeug einladen zu dürfen. Aber die Frau hat einen ganz genauen Plan ausgearbeitet, wie das eingeräumt wird. Ich meine, Struktur ist wirklich schön, ne? Ich finde das ja einerseits gut, aber manchmal nervt es extrem. Das kommt nach vorne, das kommt nach hinten. Ich sitze da, wo man hier mich hinsetzt. Das ist mir eigentlich völlig Latte. Da kann ich pennen, ja gut. Alles klar, wir haben ja ein großes Auto. So, Sportsfreunde, wir sind jetzt in Grafenwöhr angekommen. Laufen jetzt noch eine Runde mit Emma. Und danach gehen wir genau
hier rein. Da sind wir auch schon bei Manuel Bauer. Hallo, Johannes. Ja, sei gegrüßt. Wir haben ja schon ein bisschen uns unterhalten. Ja? Ich wollte nicht ein bisschen diskret sein und nicht gleich mit der Kamera hier reinschneiden. Auch wenn wir uns schon ein bisschen länger kennen. Mehr flüchtig. Wie lange hast du denn das Get Fit Studio schon hier? Ich bin jetzt dieses Jahr 12 Jahre. Ja. Okay. Schon eine ganz lange Zeit. Und du bist selber Bodybuilder, ja? Ja, auch wie. Du bist in der Szene, man muss dazu sagen, für alle, die ihn nicht kennen, die auch nicht kennen, du bist relativ lange schon bekannt. Du bist unter anderem auch ein Teamkollege, denn du arbeitest für Best Body oder mit Best Body zusammen. Ja. Seit wann machst du Wettkämpfe? Seit 1997 war mein erster Wettkampf. War damals schon deutscher Juniorenmeister. Ja, und seitdem bin ich im Prinzip dabei. Zwischendurch mal natürlich Wettkampfphasen gehabt, aber ja, bin dem Sport immer treu geblieben. Der Mama, ihr müsst jetzt was essen und guck mal, wie leidenschaftslos. Typisch Pumper, es musste schnell gehen. Tada! Passt nicht zu dem, was ich eigentlich predige. Weil ich bin ja, wer schon mal Videos bei mir geguckt hat, Team Andro. Ja, Gemüse, hä? Der weiß, dass ich eigentlich nicht der typische Bodybuilding-Esser bin, also ja. Sprich Pute, Reis. Aber heute Morgen hat es schnell gehen müssen, deswegen, naja. Bist du eher ein Pute- oder Hühnchen-Fan? Hühnchen. Ja. Aber selbst, das hält sich bei mir in Grenzen. Ja, okay. Also einmal am Tag maximal. Also keine Oldschool-Diet, Leute. Keine Oldschool-Diet. Wir haben einige Videos abgedreht. Was trinkst du jetzt hier? Oh, das riecht. Oh, voll lecker, Mann. Mmh, orangenmäßig, ne? Ja. Das sind jetzt die schnellen Kohlenhydrate, vor denen du auch im Video gesprochen hast, richtig? Schnelle Kohlenhydrate mache ich vor dem Training hin und wieder. Wenn ich schlecht gegessen habe vorher, oder zu wenig. Ansonsten eigentlich vor dem Training nicht. Aber nach dem Training. Genau. Aber wie gesagt, müsst ihr die Videos anschauen. Wir haben da jetzt haufenweise Sachen rausgehauen. Die Top 5 Subs für Anfänger, die Top 5 Subs für Bodybuilder. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee und meinen Booster. Und dann machen wir ein bisschen Reha-Training. Ne? Genau. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach dem gestrigen Tag nochmal Kniebeuge zu machen. Und du machst schön mal ein Warm-up mit. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob wir dich geschmeidig kriegen. Gerne. Der Manuel nämlich glänzt nämlich in den letzten Jahren dadurch, dass er sich regelmäßig verletzt. Ja. Ich glaube, das ist dieses Jahr nicht mehr von mir zu hören gegeben, außer Verletzungen. Ja, ja, ja. Also wird es mal wieder Zeit für bessere Zeiten. Schulter, Knie, ist irgendwas immer abgerissener Trizeps. Zweimal abgerissen. Ja. Insgesamt 3 Ellbogen-OPs. Ja, Donnerwetter, ey, Respekt. Ja. Dreimal an der gleichen Stelle aufgeschnitten. Was für eine Scheiße, ja. Und von guten Ärzten. Nicht irgendwelche Hiopais, ne? Also Gruß an dieser von Stelle. Am besten. Herr Dr. Ritsch. Ganz genau. So, was ist denn hier los? Gymnastik. Wir kümmern uns mal ein bisschen um den Manu. Genau. Um den Wehchen. Rentner-Training. Ja. Merkst du, dass es jetzt wärmer wird? Ja, wird besser. Seitlich müssen. Genau. Weil wir ja immer nur eingewiesen arbeiten im Kraftsport. Ja. Und dann lass mal locker, Arme mal aus, ab aus. Schön Hacken auf den Boden, das Knie aus. Geh schön raus. Hier. Ja. Das hilft ja auch für die Posikühe. Ohrenwechsel. Und zack. Wie soll das besser kommen? Zack. Knie raus. Ja. Das geht doch gut. Sehr schön. Jetzt ziehst du einfach mal ein Bein ran, dass du in der Kniebeuge hocken sitzt, in der Teamhocke. Einfach eins ranziehen. Ja, okay, das gefällt nicht, aber nicht geil. Zack. Und jetzt schau mal, wie geil du da hocken sitzt schon. Und? Ist gut. Da geht einiges, oder? Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, was das ausmacht? Das ist ein Riesenunterschied. Ist gut. Ich habe gestern nicht ganz mein Volumen geschafft bei Kniebeugen. Also hole ich das heute nach. Danke an meine Frau, die sie jetzt gerade im Hotel einchecken. Eigentlich würde ich die auch gerne trainieren wollen, kann sie aber nicht. Die ist am Film, kümmert sich ums Kind und Hund. Ohne jemanden, der euch unterstützt, wird es echt schwierig. Manuel hat sich auch kurz aus dem Staub gemacht. Der hat noch einen Termin und gleich treffen wir uns zum Essen. Aber erstmal das Essen verdienen, Leute. Mit Kniebeugen. Habt ihr einen Dresscode hier? Nee, nicht wirklich, oder? Am besten, du sprichst ein bisschen Englisch. Englisch, also amerikanisch, ja. Weil wir haben hier mehr Amerikaner als Deutsche. Ja, ja, ist doch gut, okay. Also du gehörst aus Ami durch. Hey man, okay. Da muss ich so rum machen. Hey, what's up? Where can I get some Chinese food, man? You got some rice and chicken? Yeah.
Und good, some Veggies. Good old chicken. Yeah, good old chicken. Und das ist hier Buffet, ja? Ja. All you can eat? Selbstverständlich. Eieiei. War die gut als Beste. Ja. Oder für Fresssäcke. Das sieht gut aus. Hühnchen, Gemüse, alles ist da. Guck mal. Da haben wir wieder die Qual der Wahl. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Haufenweise Gemüse hier, herrlich. Und die kann man sich auch selber sein Essen anrichten lassen. Frisch zubereiten. Hammer. Nehme ich. Guckt euch mal die Emma an. Die sitzt immer mit am Tisch. Das ist einfach ein Familienmitglied. Ne? Kannst du überall hinnehmen, kannst eine Handtasche packen. Oder bei mir eine Hosentasche. Haben wir einen neuen Babysitter jetzt. Guck mal. Familie Bauer. Hallo. Ja. Genau, Häuschen. Emma. Wäre was für dich? Ja, als Spielgefährte für unsere Emma. Weil der Mann hat nämlich auch eine Emma. Etwas nicht, dass, aber nicht, dass der die auffrisst oder so. Etwas breiter, also, ja. Sie auffrisst. Emma wie 30 Kilo, ne? Ja. Zeigen wir euch morgen noch. 30 Kilo auf Schulterhöhe von 30 Zentimeter. Ja, ich weiß gar nicht, worauf wir noch warten. Oh. So, erster Gang. Reis. Das hier ist Erdnusssoße, richtig lecker. Bisschen Ente, Hühnchen. Von allem ein bisschen. Lass mal warm werden. Meins schmeckt richtig lecker. Mmh. Ja, auch. Round 2. Sushi Time. So, wir fachsimpeln hier ein bisschen. Und das habe ich mir extra frisch anbraten lassen. Das ist jetzt Lachs und ein bisschen Mischgemüse, ein paar Scampis und bei dir gibt es jetzt hier nochmal Fleisch, ne? Beef. Beef, also, bist du Stress oder was? Bist du Stress? Bist du Beef? Beef. Ja? Und ein paar Pilze, Brokkoli. Greens. Beef and greens. Wir sind endlich im Bett. Mir ist viel zu warm. Aber die Frauen haben es ja gerne schön mollig, ne? Die frieren ja immer. Jetzt habe ich meiner Frau extra das Krafttraining angewöhnt, damit sie mehr Muskulatur hat. Aktive, heizende Muskelmasse. Glaubt man nicht, dass der wärmer ist. Kannst du vergessen. Mir ist so, du schläfst mit Jacke. Du hast eine dicke Jacke an. Hier, ich bin oberkörperfrei. Meine Frau hat eine fette Jacke mit Kragen an. Na, es ist nicht zu fassen. Und Leggings. Oh, es ist schrecklich, Mann. Und mir ist so warm, Mann. Mir ist so warm hier drin, ey. Mann, echt, Schatz. Das ist voll ätzend, ey. Das ist so eine Strafe, wirklich. So, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Meine Mädels haben bereits gefrühstückt und mich ausschlafen lassen. Wir fahren jetzt zu Manuel Bauer und begleiten ihn bei seiner Morgenroutine. Mal sehen, ob der irgendwelche geheimen Tipps und Tricks hat oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Haferflocken gibt. Oh Gott, oh mein Gott, Haferflocken, ja! Emma, bitte ist hier, das ist ja auch eine große Emma. Mal sehen, wie sich die beiden Emmas vertragen. Gleich anfressen. Emma, komm hier lang. Hallo. Wo ist sie denn hin? Mopsi. Ich komme nicht mal wieder so. Emma. Komm. Na, hallo, du bist so süß. Hallo. Du bist eine dicke Brumme. Emma. Du bist eine dicke Brumme. Du bist eine dicke Brumme. Guck mal, Emma traut sich. Der Manuel hat mir gerade gesagt, dass seine Emma auf Diät ist. Ja. Die haben normalerweise so ein Höchstgewicht von 32 Kilo. Oder hatte sie schon? Die sind mit 26 eingetragen, die Rüden, ne? Rüden sind mit 26 und sie hatte. Also Rüden und sie ist ein Weibchen. Sie ist ein Mädchen, ne? Also Weibchen sind so eingetragen mit 22 Kilo. Was ist jetzt den ganzen Tag? Einfach nur also, weniger. Weniger und eigentlich, ich sag jetzt mal, fast wie ein Bodybuilder. Also sie kriegt viel rohes Fleisch und ein spezielles Futter, was eigentlich nur aus Fleisch besteht und Wildkräutern, Beeren. Ja, Ballaststoffe und so ein bisschen Gemüse machst du auch, ne? Genau, sehr gesund. Wie unsere auch, wie unsere kleine Emma. Aber halt einfach weniger. Ja, ja. Und der schnarcht so laut,
dass sogar der Nachbar den Hund hört. Ja. Du musst in einem anderen Zimmer schlafen, weil du sonst einfach keine Ruhe hast. Und beim Fernsehen musst du den Hund auch rausschicken, weil du sonst nichts mehr verstehst. Ja, also, kommt auch mein lieber Herr Gesangsverein, du meine Fresse, muss das schon echt Bulldoggen-Liebhaber sein. Ne? Bulldoggen sind einfach speziell. So, was gibt's denn jetzt bei dir zum Frühstück? Ja, momentan relativ simpel, weil ich eigentlich zu faul bin momentan oder ja. Das heißt zu bequem. Zu bequem. Ja. Momentan ja auch nicht so viel trainiert. Deswegen esse ich allgemein auch weniger und ist der Hunger nicht ganz so. Deswegen mache ich mir ziemlich keep it simple, Haferflocken, Whey-Protein, Banane. In den Mixer rein. Alles in den Mixer und ab. Und zwischendurch. Wo denn? Hast du schon gemacht? Nein. Na, dann zeigst du uns das jetzt mal, wie man diesen Spezial Manuel Bauer-Shake macht. Das ist doch schon mal die richtige Wahl. Achso, pass mal auf, jetzt wo wir gerade dabei sind. Was ist dein Lieblings-Waterway? Orange Passion. Orange Passion. Einfach aus dem Grund, weil es mal. Ich bin eigentlich mehr der Fruchttyp. Ja, okay. Also morgens zum Frühstück zu den Haferflocken meistens Vanille. Mhm. Aber so, wenn es mal jetzt nach dem Training sein sollte oder so, möchte ich persönlich lieber was Fruchtiges. Ja, okay. Deswegen finde ich Orange Passion. Meine Frau nimmt Himbeerjoghurt, ich finde Double Chocolate am geilsten. Ich mache jetzt mal ein kleines Gewinnspiel. Mhm. Ihr schreibt uns in die Kommentare, was euer Lieblingsgeschmack ist beim Waterway. Und dann die ersten drei gewinnen alle Geschmäcker. So ein Deal, oder? Ist doch geil. Ist geil, ja. Geile Idee. Ja, cool. Also Leute, einfach in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingswaterway und ihr werdet dann herausgesucht nach einem speziellen System und Verfahren. So, machen wir weiter hier. Hast du denn hier alles interessante Sachen? Hier Basen, Zitrat, Boron, Zissus, ja. Sehr interessant. Ja, wirkt tatsächlich, habe ich schon mehrfach gehört. Ja, also einziges Manko bei Zissus. Es gibt nur wenig gute auf dem Markt. Aha, okay. Also es gibt viele, die wirken wirklich nicht und gibt wenig gute, aber das kann ich gut empfehlen. Ich habe schon was Leckeres entdeckt. Erdnussmus, mein persönlicher Favorit. Und das hier sehe ich auch in Inulin. Das sehe ich im Prinzip ganz einfach über Amazon. Ja. Inulin ist relativ günstig, ja. Ist ein Ballaststoff, aber zugleich ein Präbiotika. Mhm. Sehr wichtig für die Darmgesundheit. Und am besten immer kombinieren mit Probiotika. So, was gibt es jetzt? Das Whey. Was noch? Whey Haferflocken habe ich hier. Oh ja, die Dosen sind geil, ne? Da muss ich hier mal an Ronny Kohlmanns Kriegsvideos denken. Ich habe mir extra noch eine ganz alte aufgehängt. Ja, ja, ja. Das ist richtig oldschool. Bin voll aus verblichen schon. Die begleitet mich seit über 10 Jahren. Aber hier sind ganz normale, günstige Haferflocken drin, ne? Genau. Ja, ich nehme immer, wie gesagt, momentan geht es bei mir nicht so genau, weil ich sehr wenig trainiere. Aufgrund meiner Verletzungen, aber ich hoffe, jetzt geht es bald wieder los. Ich nehme circa, dafür habe ich meine Löffel. Wir werden hier ein bisschen verarzten. Ich bin mir sicher, wir können auch was für ihn tun. Ja. Ohne Waage? Ohne Waage, aber ich weiß ungefähr, was eins gut hat. Okay, ja. Hat ungefähr so 30, 35 Gramm. Also ich nehme meistens so 5 Löffel, circa 150 Gramm Haferflocken. Zack. Dann Zimt. Zimt einfach für den Geschmack, aber Zimt ist ja sehr gut für den Blutzucker. Ja. Banane, eine. Manchmal mache ich ja auch Beeren mit rein. Oh, lecker, ja. Gefrorene Beeren. Da kriege ich richtig Hunger. Ich bin auch nüchtern. Ich bin auch nüchtern. Ja, ich bin momentan ein schlechter Esser. Und dann ungefähr. Ja, deine Freundin isst zurzeit mehr. Ja. Als du, ne? Obwohl die auf Wettkampfdiät ist. Das ist schon hammerhart. Eine Woche, also sie hatte jetzt bereits einen Wettkampf in Prag. Und der nächste Wettkampf ist jetzt diese Woche, Süddeutsche. Und die hat so einen Raketenstoffwechsel. Ja. Also die ist als Frau momentan so. 2000, ne? Circa 300 Gramm Kohlenhydrate. Zero Cardio, kein Cardio. Haben sie rausgenommen, das Cardio, weil es war zu viel. Ja. Ne, aber dafür die Kohlenhydrate erhöht, alles richtig gemacht. Erhöht, sonst hat es zu viele Streifen am Arsch. Ja. Sonst ist es bei Frauen nicht unbedingt gewünscht. Genau, wie er sagt, in der Figurklasse startet sie an. Da sind Streifen im Hintern, in der Muskulatur nicht unbedingt erwünscht. Und da muss man gucken, dass die Mädels nicht zu hart aussehen, sondern ein Stück weit immer noch weiblich. Jetzt so wenig Wasser. So wenig Wasser. Ach, guck an, das wird eine richtige Pampe, richtig am Brei. Nö, du bist 10, das wird flüssig. Dank WMF. Und natürlich dank des guten Whey-Proteins, welches durch seine Löslichkeit glänzt. Nur echt in diesem Best-Body-Shaker. Riecht auch lecker heute. Aber ich werde heute nüchtern bleiben. Ich mache jetzt gleich ein bisschen Gymnastik bei dir. Okay. Ne? Und dann gönne ich mir so einen Shake aus dem Automaten.
Was gibt's bei dir, Leckeres, in der Wettkampfvorbereitung? Haferflocken, aber nicht in der Wettkampfvorbereitung. Überraschung. Immer. Immer? Immer. Und auch in einem Shake oder wie? Na, ich mach's mir in der Tuberschüssel. So, und schaut genau hin, wie viel Gramm Haferflocken es jetzt gibt. Wenn viele vielleicht nicht glauben. Nicht schlecht. Und das in der Diät. Eier. Eilandhaltung. Für uns ganz wichtig. Und ich nehme jetzt etwa so 200 ml Eiklar. Und das Eigelb fliegt bei mir weg. Ich nehme für den Geschmack Süßstoff. Gut, nehmen wir sowas. Noch ein paar. Papier, ja, nehmen wir schon mal auf. Das liegt jetzt nicht ab, das mache ich immer. Neue Schnauze. Ich glaube, da können sich viele Wettkampfathletinnen eine Scheibe von abschneiden, weil diese Art der Diät kennen bestimmt nicht viele. So, jetzt mein Schluck Wasser. So, fertig ist es. Schluck Wasser noch drauf, dann wird alles umgerührt und dann kommt es für 3 Minuten in die Mikrowelle. Lecker ist der Fall. Gut. Für die gesunden Fette noch ganz wichtig, machen wir noch einen Teelöffel Kokosfett mit dran, was dann auch in der Mikrowelle mit zerlaufen wird. Und einfach auch noch einen leckeren Geschmack mit dazu. So, was isst du denn dann tagsüber eigentlich? Tagsüber? Ja. Momentan? Ja. Meistens einmal Fisch. Ja. Einmal Huhn. Einmal, ja, Rind eventuell. Ja, Jetzt als Zwischenmahlzeit dann 5 Volleier. Volleier. Mhm. Nee, oh Gott, so viel Fett und Cholesterin. Ja. Waren die richtigen, ne? Nur Freiland und Bio. Ja, okay. Ja, hier in der Gegend ist nun wirklich. Ja, wir haben die Eier direkt vom Bauern. Ja, schon geil, echt. Und deswegen unbedingt Volleier. Ja. Nicht den Blödsinn mit die Eiklar zu essen. Mhm. Die Volleier steckt. Das ist nicht, was er meint. Und dass es noch mehr Fett wird, mit Kokosfett angebracht. Ach, genau, lecker. Das ist eine reine Eiweißfettmahlzeit. Ja, sonst, genau, was ist es sonst noch? Der Manuel hat immer noch nicht seinen Shake ausgetrunken, Leute. Ja, ich bin ewig. Schlechter Esser. Schlechter Esser momentan. Es wird Zeit, dass ich wieder richtig trainieren kann. Mmh. Manuel Bauers Gourmet-Küche. Ja. Aber es ist schon sehr pragmatisch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du dir da jetzt irgendwie das mega komplex machst, kompliziert. Nö, das mache ich eigentlich nur während der Vorbereitung. Ach so. Oder auch, ich muss jetzt sagen, momentan ist es wirklich sehr einfach. Das entspricht nicht so dem Typischen, was ich mache. Ja. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ab Dezember wieder richtig Gas zu geben und dann wird es auch in der Küche wieder anders aussehen. Ja, also normalerweise machst du auch viel mehr mit Gemüsegeschichten und so, ja, ne? Ein bisschen ausgewogener. Ja. Jetzt ist es im Moment so, es muss einfach irgendwie reingehen. Richtig. Ja. Zack. Das ist es, ja. Das ganze Prozedere hat jetzt 5 Minuten gedauert. Kann man investieren. Wie viele Kalorien hat jetzt die Mahlzeit? Schätzt mal so 40 bis 50 Gramm Eiweiß. Ja, und circa 50 Gramm Fett. 50 Gramm Fett, ja. Genau. Mhm. Kennt jemand von euch meine Dose für Schrauben aus dem Baumarkt, wo ich meine Pillen drauf bewahre? Die habe ich immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich die mit dabei. Manuel toppt das Ganze. Das ist doch mal eine Schraubenbox, oder? Omega 3? Mhm. Enzyme, Leberschutz. Knoblauch, Ala. Okay. Das ist noch Vitamin D. Ja. Dann sehr, wie ich gesagt habe, ein sehr gutes A- bis Z-Produkt. Melatonin zum Schlafen. Ja. Gelenkschutz. Donnerwetter. Ja, alles mögliche. Vitamin K. Sieht aus wie bei mir. Wir sind im Studio und machen schon die sogenannten Thumbnails, die Vorschaubilder fertig für die Videos. Und du kannst endlich essen. Das sieht richtig lecker aus. Das ist auch lecker. Mhm. Oh ja, gut. Schön warm. Richtig schöner Porridge.
Lass sie schmecken. Danke. Jetzt machen wir nämlich das Vorschaubild fertig für das Video. Wer ist eigentlich dieser Manuel? In Lebensgröße. Wow, Monster. So, jetzt seht ihr mal die Kati. Ich hatte euch ja gesagt, dass sie in einer Wettkampfvorbereitung sich befindet. Ja. Fitnessfigur. Guck mal, Manuel sitzt da und isst sein Rührei und füttert Emma. Oh, teilt es mit Emma. Kathi, du hast in 3-4 Tagen schon Wettkampf, ne? In 5 Tagen jetzt. In 6 Tagen jetzt, genau. Sonntag, ja, ja, Sonntag diese Woche. Ja. Ja, die Süddeutsche. Ja, mit dem Ziel vor Augen, mit der Form soweit bin ich sehr zufrieden, gute Arbeit geleistet. Was mir jetzt einfach nur noch ein bisschen Sorgen und Bedenken macht, ist mein Rücken, der leider seit 2 Wochen jetzt knapp blockiert ist, ja, durch den Hexenschuss, wo ich leider nicht richtig ins Hohlkreuz komme. Man sieht auch, dass ich nicht komplett gerade bin. Ja. Dann machen wir nachher ein bisschen Gymnastik, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Zeig dich mal von hinten ruhig nochmal. Stark. Echt brutal, ne? Ja, brutal. Wie lange trainierst du schon? Also aktiv jetzt mit 6 Trainingstagen die Woche und der passenden Ernährung dazu mit 3 Jahre. Okay. 3 Jahre. 6 Trainingstage, Wahnsinn. Wahnsinn. Aufgeteilt natürlich. Spieltraining. Mhm. Hat ja ganz gut funktioniert anscheinend, ne? Ja. Und natürlich mit dem richtigen Wissen. Mit dem richtigen Wissen und richtigen Vorbereiter. Ja, es ist gar nicht so einfach, wenn man mit dem Partner zusammen ist und der ist automatisch auch der Vorbereiter. Das muss man erstmal auf der Reihe kriegen. Dazu drehen wir noch ein extra Video nachher. Versprochen. Heute ist trainingsfrei, mache ich ein bisschen Gymnastik. Und am Schluss vielleicht noch ein bisschen Waden. Also Gymnastik mit der Hantel. Ah, man wird nämlich viel zu steif, wenn man es nicht übt. Ah. Frau, hier macht auch ein bisschen Sport. Ah. Jawohl. Zieh! Yippie-yay! Maschine! Übrigens, guckt euch das mal an. Das sind die Pokale von Manuel. Wahnsinn. Unfassbar, oder? Hier. Eine Mr. Olympia-Medaille von 2008. Der hat er vom Ronny Orkel geschenkt bekommen. Den hat er nämlich in diesem Jahr vorbereitet. Die macht doch mal eine gute Figur hier, oder? Monströs. Es ist gar nicht so leicht, heute auf dem Montag ein Restaurant zu finden, welches überhaupt auf hat gegen Mittag und dann noch durchgehend warme Küche hat, oder? Ja, wir sind hier am Dorf. Ja. Wir sind hier nicht in Berlin. Wir sind echt verwöhnte Großstädter, auf jeden Fall, Mann. Aber wir hoffen, dass es auch warme Küche gibt. So, es gibt Essen. Eine große Salatplatte. Eine Riesenportion, hätte ich jetzt gewusst. Hätte ich beim Salat gelassen. Hier noch. Bauernfrühstück. Der Manuel sieht auch gut aus. Mhm. Salzkartoffeln und? Putenschnitzel und Rinderfilet und Salat. Und jetzt isst die Kathi schon wieder so viel. Also irgendwas haut er nicht hin, oder? Ein riesen Salat und noch Bier, ein paar Pilze und Fleisch. Wer kann? Ja, so ist das. Und bei mir gibt es ein Bauernfrühstück mit Salat. Und hier gibt es Spätzle mit Rahmsauce und Cordon Bleu. Oh, weia. Es gibt eine Premiere. Guckt mal bitte. Hier Salat. Und hier ist der Rest meines Essens. Ich habe es nicht geschafft. Also ich würde es noch, wenn ich müsste, könnte ich, aber ich will nicht. Da. Es war einfach viel zu viel. Und ich glaube, der Manuel ist auch so langsam satt. Ne? Mhm. Reicht langsam, ne? Mittagsschlaf. Ja, das wäre eine gute Sache jetzt. Schlafen doch den ganzen Tag. Sei mal leise. So, Sportfreunde. Wir sind jetzt hier im Hotel eingekommen und wir legen uns erstmal ein Stündchen aufs Ohr. Wir machen es Manuel und seiner Freundin nach, die brauchen jetzt auch kurz Ruhe. Hauen sich aufs Ohr und den. Hast du gerade gerülpst? Hört aus. Emma hat gerülpst. Was denn ausmachen? So, gut Nacht, bis später. So, während die Mädels und die einkaufen sind, komme ich nicht in die Verlegenheit, irgendwelchen Süßkram einzukaufen. Das werden dann wahrscheinlich meine Frauen für mich erledigen. Und ich gehe hier ein bisschen mit Emma. Wir haben knappes Stündchen geschlafen, war richtig erholsam. Jetzt können wir frisch und erholt weitermachen. So, die Kathi hat ja bald Wettkampf und er hat ein bisschen Rückenprobleme. Und wir haben gesagt, wir behandeln sie mal ein bisschen. Und vielleicht haben wir sogar schon rausgefunden, was das Problem ist. Wir haben jetzt alles Mögliche probiert. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man Schmerzen hat. Ne? Da will man nur, dass die Schmerzen weggehen. Ne? Muss der nachher noch trainieren. Ne? Es ging ja darum, dass sie wieder richtig stehen kann, auch auf der Bühne, die Posen zeigen kann. Ein bisschen besser am Hohlkreuz stehen kann, ohne Schmerzen. Und? Geht besser?
sehr viel besser. Ja. Ja. Hab ich schon ein paar Fingerabdrücke hier verpasst. Kannst du wieder besser stehen jetzt? Ja. Okay, super. Und dadurch, dass du anders in Hose stehst, wirkt die Linie ganz anders jetzt, ne? Ach, siehst du. Alles ich gemacht, würde ich sagen, ne? Ja. Geil. Put your voicemail on and let them know you're busy. You ain't gotta go home. 3 a.m. is early, you're with me. Come on, we're only getting started. So, Sportsfreunde, wir sind auf dem Heimweg, besser gesagt auf dem Weg ins Hotel. Morgen geht es nämlich weiter zum Tim Budesheim. Aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Hier erscheinen jetzt gleich zwei Videos, damit ihr auf dem Laufenden seid. Da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasst ein Channel-Abo da. Ich hoffe, der Manuel hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich verabschiede mich. Tschüss.